Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Im letzten Part haben wir das Diebesversteck erkundet und wir haben eine Diebin getroffen, die wir wiederum befreit haben. In dieser Hütte befindet sich ein Bild, wonach wir im letzten Part Ausschau gehalten hatten. Oh nein, sorry, das war nicht dieser Raum. Oh nee, ey, vor der Aufnahme habe ich mir noch gedacht gehabt, nicht, dass ich mich doch für das falsche Haus entscheiden werde. Ja, wo war denn das Haus jetzt? Das geht schnell, Leute, das geht schnell. Ich flipp doch gleich aus. Ohne Witz jetzt. Kann man denn so noobig sein? Gibt es sowas wirklich? Ich war original mit einer Diebin am Start und sie hat mich in eine Hütte gebracht gehabt. Und dies ist auch die Hütte. Okay, erstmal schnappen wir uns den Herzcontainer. Ein Herzcontainer! Du erhältst ein weiteres Herz und deine Lebensenergie wird komplett aufgefüllt. Ach was. Okay, und hier ist das Bildchen. Wow. Wow. Nein, das ist keine PlayStation. Ich benutze den 2DS. Wo bin ich? Ausfaller! Du bist doch der Junge von der Schmiede. Wie kommt es, dass du hier bist? Ah, ist das etwa das Masterschwert in deiner Hand? Ich verstehe. Das bedeutet wohl, dass du der Held bist und nicht ich. Haha, ich bin dann wohl nur einer der 7 Weisen. Aber ich bitte dich, rette auch die anderen Weisen. Seltsam, wie sich die Dinge entwickelt haben. Doch ich danke dir, Kanscha. Ach ja, dieser Stab. Man nennt ihn den Sandstab, glaube ich. Ich habe ihn von einem merkwürdigen Kerlchen namens Ravi ausgeliehen. Aber da ich diesen Ort vorerst nicht verlassen kann, ist es mir nicht möglich, ihn zurückzugeben. Jetzt, wo ich ein Weiser bin, sehe es schlecht aus, etwas auszuleihen und es dann ewig zu behalten. Könntest du ihn für mich zurückgeben? Ja, das geht klar. Du hast den Sandstab erhalten. Er ist von Ravi ausgeliehen, also gehört er dir nicht. Ach was. Und ich kann jederzeit hierher zurückkehren? Es ist wohl Schicksal. Nun, dann ist es nicht zu ändern. Sei du an meiner Stadt der Held dieser Geschichte. Doch nun obliegt dir die Pflicht, alle zu retten. Bitte erfülle deine Bestimmung, Kanscha. Okay, ein Augenblick. Wenn er hier steht, dann müssten die weiteren 6 Weisen ebenfalls dann hier auf diesen runden Plattformen stehen. Und irgendwas wird dann hier in der Mitte passieren. Ich musste aber kurzzeitig an Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Dunkelheit denken, an die Zahnräder der Zeit. Ich meine, das Symbol, auf welches wir eben gestanden haben, sieht ein bisschen so aus wie ein Zahnrad der Zeit. Ey, du Vogel! Was soll denn das? Warte mal, einen Augenblick. War das nicht der Vogel von Avio? Ich wollte sowieso zu Ravio jetzt. Aber was sollte denn Ravio und sein Vogel hier in Lowul zu suchen haben? Okay, da bin ich jetzt ein bisschen irritiert. Gut, Leute, was machen wir jetzt? Ich würde vorschlagen, wir machen weiter und erkunden ein weiteres Dungeon. Ich meine, um einen Weisen haben wir uns jetzt gekümmert. Den Sandstab habe ich jetzt wirklich verloren, ne? Den hatte ich ja gerade am Start. Ne, der ist jetzt wirklich weg. Gut, welche Items sollte ich benutzen? Brauche ich gerade den Kescher? Den Bogen nehme ich auf jeden Fall mit. Aber den Boomerang würde ich auch gerne mitnehmen. Der ist auch ziemlich nice. Enterhaken ist auch cool. Oder ich nehme erstmal die Bombe mit. Vielleicht finde ich versteckte Dungeons. Gut, Leute, dann machen wir weiter und verlassen einfach mal auf ganz entspannt die Gegend hier. Geh weg, ihr Licht. Okay, Link, lauf mal bitte los. Das reicht, du musst jetzt auch nicht so durchdrehen. Ach ja, mein Mais. Hier sind 6 Stück. Ach was. Und in diesem Bereich waren wir noch nicht. Okay, ich höre schon ein Mai-Mai. Ah, okay, hierfür sollte ich einmal den Hammer verwenden oder doch die Bombe. Doch, den Hammer. Okay, her mit dem Hammer. So, weg mit den Bomben. Hä?
Warte mal, wie kriege ich denn hier diesen Felsen kaputt? Ich komme jetzt gerade nicht darauf. Falls ihr eine Idee habt, gebt mir Bescheid. Ich habe voll vergessen, wie man sich um solche Felsen kümmert. Ich glaube, mir fehlt etwas dafür. Okay. So schaut's aus in Hyrule. Wenn ich da einmal auf das Triforce-Symbol auf dem Touchscreen drücke und wenn ich dann den Knopf loslasse, sehen wir dann das, was hier in Hyrule gerade abgeht. Ja, nice, Leute. Dann schauen wir uns mal ein bisschen Hyrule an. Ne? Ich meine, wir sind ja erst seit 2-3 Parts hier und wir haben uns noch nicht alles angeschaut gehabt. Bombenhändler? Okay, da schauen wir mal kurz rein. Die Tür ist offen. Tritt ein, bring Frieden rein, Mann. Hm? Alles ausverkauft, yeah. Ich habe nur noch die große Donnerblume im Garten, Mann. Aber schön, dass wir drüber geredet haben. Macht Spaß, mit dir zu reden. Reden ist eine gute Sache. Die große Donnerblume macht dich locker, Mann. Gegen eine kleine Gebühr gehört sie dir. Nur einmal zahlen, dann kannst du so viele nehmen, wie du magst. Ein Bombenangebot, Mann. Ach was, hey, Donnerblumen kennt. Kennst du die große Donnerblume? Total gefährlich, total nützlich. Willst du mehr wissen? Yeah. Boah, ich muss gerade an eine Szene aus My Hero Academia denken, als Deku in einen Raum reingegangen ist, wo ein Mädchen irgendwas hergestellt hatte. Ich glaube, Kostüme oder Anzüge für die Helden. Und sie hat halt immer das, was sie hergestellt oder produziert hat, als Baby bezeichnet. Meine Babys, meine Babys. Und sie ist auch irgendwie so lustig und crazy drauf. Die Blume im Garten ist nicht so friedlich, wie du vielleicht denkst, Donnerblumenkind. Das ist in Wirklichkeit eine echt riesige Karacho-Bombe. Karacho-Bombe, yeah. Karacho. Berührst du sie, folgt sie dir, wie so ein fieser Ohrwurm. Ach was, aber diese richtig großen Felsen sind kein Problem mehr für dich. Aha. Okay, aber sei nicht so entspannt, Mann. Ein Treffer und es macht kabam. So schaut's alles aus. Eine Blume für das Blumenkind, die gibt's nur hier. Interesse, aber kein Stress, Mann. Ja, ich habe auf jeden Fall Interesse. Jetzt weiß ich, wie ich mich um diese rissigen Felsen kümmern kann. Eine Blume für das Blumenkind, die gibt's nur hier. Interesse, aber kein Stress, Mann. Willst du die große Donnerblume? Für dich nur 200 Rubine, Mann. Ja, ich habe genug Cash am Start. Das Pflänzchen wächst da draußen. Bedien dich, Donnerblumenkind. Okay, ich gehe mal kurz raus. Hey, Blumen wachsen immer nach. Nimm so viele, wie du magst, Mann. Kann ich jetzt jederzeit hier vorbeischauen? Oder habe ich jetzt unendlich? Oder habe ich jetzt so viele Bomben wie möglich? Ohne Limit. Ups. Ach, hier ist ein Mai Mai gewesen. War das jetzt gut von mir, dass ich das gemacht habe? Oh, diese Biene nervt doch gerade total. Ja, komm mit. Ach, was? Ach, jetzt verstehe ich den ganzen Kram hier. Das ist ja mega lustig. Und jetzt sollte er wieder kommen, oder wie? Hä? Warte mal. Warte mal, warte mal. Habe ich jetzt die Bombe als Item oder muss ich die Bombe von hier aus rüberwerfen? Geht das überhaupt? Das muss ich mal kurz abchecken. Weil irgendwie muss ich doch die Bombe benutzen können. Ich meine, ich habe jetzt 200 Rubine ausgegeben. Warte mal. Bleib mal hier. Okay. Aufheben geht nicht. Hä, ich habe echt keine Ahnung. Ups, das wollte ich nicht. Aber die Explosion ist heftig, das muss man schon zugeben. Warte mal, ich lass mich nochmal belehren. Ich glaube, ich habe da etwas nicht verstanden. Die große Donnerblume und das Donnerblumenkind. Hab Spaß, ihr zwei, aber nicht im Dorf. Yeah. Nur hier oder was? Aber was bringt das denn? Die ganze Zeit hier zu chillen. Ich habe irgendwas missverstanden. Irgendwie will ich da diesen Felsen kaputt kriegen. Ach so, och, ich bin doch ein Idiot. Ich bin doch ein Idiot. Gut, dass ich das nochmal abgecheckt habe, sonst hätte ich das nicht herausgefunden. Jetzt können wir mit der Bombe hier rauskommen. Und können uns hier um diesen Felsen kümmern. Ach so, schaut das also aus. So, einmal anzünden. Oh, was haben wir denn da, Leute? Diesen geheimen Raum checken wir doch gleich ab, wa? Ach so, schaut's also aus. Bombenhändler, Hyrule. Ah, wie sweet.
Möchtest du Rubine in die Quelle werfen? Okay, ich werf mal 200. Mal gucken, was passiert. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeiten. Ja. Ja, okay, 200, aber was bringt das jedes Mal? Okay, da ist eine Fee. Ein kleines Zeichen meines Danks. Okay. Warte mal, gleich den Kescher benutzen. Oh ne, wartet. Ich möchte die Fee gerne in der Flasche haben. Nice. In eine Flasche. Okay. Nochmal 200. Mal gucken, was jetzt passiert. Oh, noch eine Fee. Immer wieder vielen Dank. Aber diese kümmert sich jetzt nur um meine Kraftpunkte, oder wie schaut's aus? Und jetzt sind hier zwei Feen am Start. Wie sweet. Wie sweet. Ich nehme noch eine Fee mit, Leute. So oft wie ich fehle, ne? Ich glaube, ich nehme noch einige mit. Aber du hast keine leere Flasche. Du musst sie wohl fliegen lassen. Ja, okay, das mache ich dann. Ja, okay, das ist doch schön. Gut, dass wir diesen Dungeon hier gefunden haben. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Du hast es immer nützlich. Cool zu wissen, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, immer wieder mir Feen klar zu machen. Ich hoffe, das geht jetzt nochmal. Okay, ich werde jetzt 200 Rubine aufopfern. Nur einmal herauszufinden, ob das jetzt jedes Mal geht, ja? Dann wisst ihr auch Bescheid, falls ihr das noch nicht abgecheckt habt. Ich meine, manchmal ist das ja so, dass Feen nicht mehr zurückkommen, aber das ist wiederum ein Bereich, an dem die Feen zurückkommen. Also falls ihr zum Beispiel hier gegen Gegner kämpft und ihr am Verlieren seid, dann könnt ihr erstmal hier Kraftpunkte auftanken und euch Feen klar machen. Ah, okay, sobald man auf dieser Plattform steht, verschwinden dann die Feen, die gerade dazugekommen sind. Aber jede Flasche ist jetzt voll im Inventar, oder wie schaut's aus? Okay, also die Flaschen sehen auf jeden Fall nicht leer aus. Gut, dann machen wir weiter, Leute. Nice, nice. Okay, ich habe hier wieder volle Kraftpunkte. Das bedeutet, ich kann die Gegner mit dem Master-Schwert auch aus der Distanz attackieren und sie ein bisschen von mir abwenden, damit ich Freiraum habe. Ich bin aber ziemlich wenig am Sprinten, ist mir jetzt so neulich aufgefallen. Diese Funktion sollte ich mal einige Male verwenden. Was haben wir hier? Betreten. Okay, warum auch immer. Okay, nichts los. Dann machen wir weiter. Hier ist ein weiteres X. Oha. Rubinjagdveranstalter. Tach, das hier ist die Tempo-Rubinjagd. Okay, das Spiel läuft 30 Sekunden und so lange kannst du in diesem Gebiet so viele Rubine sammeln, wie du willst. Brauchst du jedoch länger als 30 Sekunden, verlierst du alles. Also komm rechtzeitig zurück und sprich mich an. Die Zeit wird dabei nicht angezeigt, sonst wäre es ja viel zu einfach. Willst du an der Tempo-Rubinjagd teilnehmen? Ein Spiel kostet 100 Rubine. Okay. Aber gut, dass ich noch genug Rubine am Start habe. Nice. Ein Minispiel oder was geht hier ab? Wenn du mich nicht innerhalb von 30 Sekunden ansprichst, gehst du leer aus, kapiert? Okay, ich muss ihn also auf jeden Fall ansprechen von mir aus, sobald ich das Gefühl habe, ich habe mich um die Rubine gekümmert. Okay. 30 Rubine, ne? Das war die Abmachung. So, wie bekomme ich jetzt hier diese oberen Rubinen? Ups. Mittlerweile soll ich doch aber 30 Rubine haben. Mal, ich probiere es mal aus. Gut, dass man blaue Rubinen hier bekommen kann. Das Ergebnis? Ja, nice. Zu früh. Oh, ein neuer Rekord. Toll. Wenn du meinst, du kriegst das beim nächsten Mal besser hin, probier es meinetwegen nochmal. Hä? Willst du an der Tempo-Rubinjagd teilnehmen? Ein Spiel kostet 100 Rubine, ja. Ich meine, hier ist hier ein X, Leute. Das hat schon eine Bedeutung. Muss ich vielleicht alle Rubine klar machen? Mhm. Merkwürdig. Achso, ich kann ja die Gegner hier bekämpfen. Achso, man kann von hier aus rauf. Oh, da ist ja ein Mai Mai. Gut, dass wir hier vorbeigeschaut haben. Nein, Mann, nicht so Wand betreten. Oder vielleicht kann ich auch beim Erkunden ein Bild finden. Hier ist nicht umsonst ein X, das sage ich euch. Aber vielleicht ist es nicht so schlimm, wenn ich jetzt faile. Ich meine, wir haben ein Mai Mai. Also irgendwas Gutes ist passiert.
Okay, ich glaube 30 Sekunden sollten wir schon erreicht haben. Oder soll ich mir das komplette hier einmal anschauen? 9,57 Sekunden zu viel. Du warst zu gierig, du Nase. Das wird alles kompliziert. Wenn du meinst, du kriegst das beim nächsten Mal besser hin, probier's meinetwegen nochmal. Ich begreife das nicht, liebe Leute. Hier ist auf jeden Fall ein X. Warum? Mann, dafür muss es doch einen Grund geben. Kann man hier irgendwie die Wand betreten? Aber ich sehe gerade keinen Grund darin. Okay. Oder gibt es vielleicht eine gewisse Anzahl an Rubinen, die man bekommen muss, damit man ein Bild dafür bekommt? Zum Beispiel, wenn ich jetzt besser bin als beim ersten Mal. Wollen wir das mal ausprobieren? Vielleicht muss ich ja nur meinen Rekord brechen. Aber, oh, okay. Das gibt's nicht. Ich probiere das noch einmal aus. Ansonsten schauen wir uns diese Ecke ein anderes Mal an. Aber ich begreife das einfach nicht. Hier ist doch nicht einfach mal aus Spaß ein X. Hier muss was sein. Mist, ich brauche Kraftpunkte. Oh nee, ey. Zeit verlieren. Einfach nur Zeit verlieren, auch unnötig. Oh, jetzt habe ich schon wieder Zeit verloren. Oh, ich würde schon gerne mal demnächst mit einem Dungeon anfangen. So ist das nicht. Egal. Ich probiere das ein einziges Mal aus. Das war jetzt nicht so gut. Die Zeit war okay, aber ich habe jetzt nicht allzu viele Rubine eingesammelt. Oh Mann, irgendwie finde ich das strange. Das regt mich voll auf. Dieses X. Dafür muss es unbedingt einen Grund geben. Okay, Start. Mann, oh, hör doch auf. Wieso denn jedes Mal? Du Nervensäge, ey. Oh nee, ey, noch einer. Noch so eine Pflanze. Ach Mist, ey, ich hätte den Hammer benutzen sollen. Oder wisst ihr was? Ich werde diesen Raum erstmal gar nicht verlassen. Ich werde ihn mir komplett zu Ende anschauen einmal. So machen wir das, okay, Leute? Irgendwie finde ich das hier merkwürdig. Vielleicht ist es komplett falsch, sich nur auf die Münzen hier zu konzentrieren, beziehungsweise sich auf die Rubinen zu konzentrieren. Hier muss irgendwo etwas sein. Ach, die Zeit ist schon vorbei. Ich glaube, ich check das einmal im privaten ab, Leute. Ich meine, wir haben ja einen Rekord aufgestellt. Das ist ja auch schon mal was Gutes. Dann schauen wir uns mal da unten um. Ja, dann würde ich sehr gerne in diesem Part mindestens einen Dungeon erreichen wollen. Den wir mal im nächsten Part anfangen können zu erkunden. Achso, mit denen kann man ja reden. Hallo mein Freund, willkommen beim grandiosen, wundervollen, bombastischen Oktoball. Ein Spiel kostet 50 Rubine. Ja, okay. Das wollte ich hören, mach dich auf 30 Bälle gefasst. Ein weiteres Minispiel, ui. Winke? Ach so, okay, alles klar, mit dem A-Knopf schwingen. Okay, alles klar. Nee, ich habe gerade nur auf den Touchscreen geachtet, deswegen... Oh, das war zu hoch. Das war zu flach. Oh, das war zu früh. Das war zu hoch. Ach was, ich habe was erwischt. Oh ne, ich komme noch wieder auf 30 Bälle, nice. Ah, Mist. Nice. Oh, ich will mal irgendwann das so hinkriegen, dass ich alles erwische. Ups. Oh, nice. Oh ne, zu früh. Ich habe nur 6 Rubine bekommen. Okay, schaut euch mal die Vase in der Mitte eher auf der linken Seite an. Seht ihr diese Vase, die am Leuchten ist? Muss eine besondere Vase sein.
Oh, jetzt dreht Octoball durch. Oh ne, ich habe mich ja mega schlecht angestellt in diesem Spiel. Das können wir aber ein anderes Mal nochmal tun. War auf jeden Fall lustig. 11 Rubine bekommen. Ja, und das war's. 11 Rubine hast du erspielt. Du bist unglaublich schlecht. Du hast ziemlich oft vorbeigehauen, was? Möchtest du nochmal spielen? Du bist unglaublich schlecht, aber okay, er hat recht. Das war jetzt auch nicht wirklich so gut. Hallo Hübscher, wie wär's mit einem Spielchen? Triff 3 Krüge in Folge, damit ein Vogel auftaucht. Triff den Vogel, um 20 Rubine zu bekommen. Ach so, ich hätte mal mit den Leuten hier erstmal sprechen sollen, ne? Aber ansonsten hat mir das gefallen. Von diesem Minispiel wusste ich nichts. Willkommen beim Octoball. Triffst du eine Krabbe, erscheinen alle Krüge wieder. Triffst du 3 Krüge in Folge, erscheint ein Vogel. Wer 100 Rubine oder mehr erspielt, bekommt einen ganz besonderen Preis. Okay, das sollten wir uns auch beimerken. Diese Ecke können wir irgendwann, sobald wir die letzten Parts erreicht haben, auch einmal abchecken. Das werde ich mir gleich auch einmal aufschreiben. Octoball, genau. Alles klar. Geh weg, Mann! Gut, dann schauen wir mal weiter. Was haben wir hier? Was haben wir dort? Hey, was geht? Ja, ich sollte mal die Gegner ein bisschen bekämpfen. Warum nicht? Macht auch ein bisschen Spaß. Nette Abwechslung. Ist ja nicht so wie im Pokémon, dass man Erfahrungspunkte bekommt. Aber kämpfen gehört auch irgendwie irgendwo dazu. In Links Universum. Jetzt geht doch weg, Kollege! So, wir sind kurz davor, das nächste X zu erreichen. Das würde ich noch sehr gerne in diesem Part machen wollen. Ah, okay, in Hyrule waren wir ja des Öfteren hier in dieser Umgebung. Ein Wetterhahn. Okay, warum nicht? Einmal speichern. Gut, Leute. Hier ist ein X. Das bedeutet, hier gehen wir im nächsten Part rein. Ich speichere einmal ab, da wir schon so einiges in diesem Part erlebt haben. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Macht es gut und tschüssi, Leute.